Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier Domage. Wir werden unsere Gerätschaften weiterhin reparieren und wegräumen. Jetzt ist der erste Tag dran mit der Seemaschine. Dann werden wir die nächste Seemaschine aufnehmen, die jetzt hier logisch umhersteht, also ohne Traktor. Der hat einen richtig leeren Tank. Den werden wir gleich mal auftanken. Und dann stellen wir die Seemaschinen vorne geradeaus rechts da so rein. So. Hier müssen wir nervös reinigen und auch reparieren. Das muss halt sein, ne? Den ganzen Herbst haben wir fleißig gearbeitet und nie sauer gemacht. Jetzt ist der Tag soweit, wo wir putzen müssen. Der erste Wintertag ist überwiegend Reinigungsarbeiten, Reparaturarbeiten, Volltanken und Vorbereiten zum Frühling, wenn wir da loslegen wollen, dass wir da wieder voll, also voll arbeiten können, ne? So. Der wäre auch wieder sauber. Ja, Reparatur muss auch noch sein. Nutzt hier auch nichts, ne? Wenn wir im Frühling wieder loslegen wollen, Hopfen auch sah zum Beispiel, dann wäre das ganz gut, wenn die sauber sind, ne? Die Düngermaschine kommt da weg. Und mal sehen. Erstmal noch eine zweite Seemaschine holen. Morgen kommt hier Tiere dran, füttern und so. Wir haben jetzt um 6 Tage, jetzt haben wir weniger Stress. Na, im Winter haben wir so keinen Stress, aber wie gesagt, ab Frühling ist der Platz gut. Dann können wir jede Menge Fellarbeiten durchführen. Und ohne dass wir da Angst haben müssen, dass wir da mal was nicht schaffen, ne? Gut, den Damm brauchen wir nicht tanken, ne? Der ist schon voll getankt. Aber wir müssen halt den reparieren, ne? Den und waschen. Den nicht, aber den. Und wir müssen den zumindest den hinteren Traktor schon wieder weiß, ne? So, das ist Salz von der Straße. Ich habe hier gerade gesagt, kein Salz angewendet hier. Wir waren hier draußen im Sommer, ne? 26 Grad so ungefähr. Ist ja so, ne? Wenn zum Beispiel Sonne scheint, ist hier im Sommer relativ schnell wieder warm, ne? So. Wir gucken gleich mal. Nehmen wir gleich den anderen mit. Mist haben wir auch noch genug da. Da war ich, glaube ich, hier mit Gülle gewesen, wo so viel Gülle war. So, den mal gleich mal waschen und reparieren, ne? Können wir ja so ranfahren. Geht ja ums. Erst den umwaschen erstmal, ne? Und reparieren. Entschuldigung. Ja, ich habe noch eigentlich nicht Urlaub, ne? Das ist gut. Aber die ersten 14 Tage habe ich andere Dinge vor.
diese Pflichtaufgaben, die ich habe. Zahnarzt. Das ist am meisten jetzt grauen vor. Passbilder und so, das ist gar nicht mal so dringend. Aber das will ich ja gleich erledigen morgen. Nee, morgen ist Montag, ja. Ja, morgen. Fertig ist fertig, sagen wir so, ne? Kann sein, dass ich mal früh sage, ach, kein Bock. Morgen fahren wir da mehr, ne? Also morgen früh. Ich werde nicht so früh aufstehen, aber wie gesagt, muss ja gemacht werden. Das passt sogar farblich, ne? Also der kann keine Pflegebereifung, Traktor hier. Nach dem Update vielleicht schon, aber vorher nicht. Dann lassen wir so stehen. So, ist frei. Und dann Traktor mal stehen so, ne? Beziehungsweise wir werden immer hier so reinfahren. Ist ja eigentlich gedacht für die Grastechnik, ne? Eigentlich. Zum Mähen und zum Matsch und zum Schwatten und so. Da. Siehst du, haben wir noch eine Sämaschine, das passt. Das ist ein Originalfahrzeug, der kann auch Pflegereifen. Und der muss auch das volle Programm. Reparatur, Volltanken und ja, die andere Scheiße halt, ne? Reparieren, ne? Aber was kostet, ne? Immer Kosten, Kosten. Aber wie gesagt, Produktion läuft ja nebenbei, hoffe ich jedenfalls. Dass wir näher irgendwas verkaufen können, ne? Aber ihr sagt, ist alles so wichtig heute. Heute ist allgemein erster Tag im Winter, ist alles reparieren, waschen, wegräumen. Also wichtig ist, dass weggeräumt ist, dass wir ein sauberes System hier haben. Dass wir einmal hier ein bisschen Ordnung haben. Im Winter haben wir für Zeit. Hatten im ganzen Herbst keine Zeit für gehabt. So. Der auch wieder sauber, ne? Kann man da wieder hinstellen. So. Stellen wir genau neben den anderen Traktor hin. Bei der Grastechnik. Wenn mal Platz eng wird, können wir ja zwei hintereinander hinstellen. So, nicht so einfach. Wenn wir auch machen müssen, den Trick noch vor. Weil nämlich die anderen beiden, die nächsten Fahrzeuge mit dem Flügen, mit Flug müssen ja auch irgendwo hin, ne? Der noch anspringt, hat Licht angelassen, der Bursche. Jo, bringt an. Da müssen wir auch waschen und reparieren.
Tank war nicht ganz so leer, aber wir tanken voll, ne? Muss ja sein. So, gleich mal reparieren. Sauber, den Bruder. Wir haben so eingesaut. Wie gesagt, da müssen wir im Frühling gleich Hopfen aussehen, ne? Sobald das Temperaturen zu lassen. Frühling. So, Hopfen. Dinkel, Luzerne, Tabak, Vermehrungsgras. Hopfen. Neue Grabe und die haben und bis zum 'Frühling. Ja gut, jetzt haben wir Winter. Winter geht nichts, ne? Logisch. Also ab dem Frühling können wir Hopfen aussehen, theoretisch. Aber 9 Grad ist schon, naja, Mitte. Ja, Mitte Dings dann, ne? Rocken können wir im Sommer, ist logisch. Karotte, Zwiebeln, Mohn, Luzerne. Naja gut, das haben wir erstmal nicht im Plan. Sauber. Weil Hopfen würde ich noch auspflanzen. Felder 4 und 6. Wahrscheinlich die 5 noch aufzukaufen. Dass wir ein bisschen mehr Hopfen haben. Ja. Und Hopfen reicht ja nie hinten und nie vorne. Wenn es mir mal gelingt, den globalen Markt von Alten und Serbe einzurichten, dann werde ich auch von der Marsch, von Thüringen, das Getreide, was aktuell dort ja jetzt im späten Frühling aktuell ist, bald dort einlagern und verkaufen dort, ne? Und hier wieder einkaufen. Das wird zwar etwas, anfangs wird es vielleicht nicht ganz so billig sein, aber umgekehrt will ich ja hier auch zum Beispiel Unkraut, also das Unkrautzeug verkaufen und hier entsprechend dadurch wieder das Geld zurückschicken, mehr oder weniger. So dass beides im Prinzip plus minus null auskommt. Ne? Weil ich kann ja hier das alles anbauen, nur ich kann keinen Tabak nach Thüringen verkaufen, das geht zurzeit nicht. Deswegen mache ich das mit Pflanzenschutzmittel, das alles für Standard ist, kann man verkaufen und einlagern und dort entsprechend wieder auslagern. Und dann werden wir so dann handhaben, ne? Also da entsprechend, dass sich beide Karten ergänzen. Das ist im Grunde die Mittel, was wir hier erwirtschaften, dann dort auch nutzen können. Ne? Ob das billiger ist, das wird sich herausstellen, aber so können wir das entsprechend erweitern, also das ganze Programm. Ne? Wahnsinn. Aber das war eh vorauszusehen gewesen, dass man viel machen müssen hier, ne? Also Wartung und Waschen, das ist ja halt, bin ich am Herbst nicht zugekommen. Das wäre ja auch blöd gewesen, wenn wir das jetzt nicht machen würden, ne? Jetzt können wir ein bisschen aufräumen, ein bisschen System reinbringen, ein bisschen bisschen Produktion kümmern, das ist ja das A und O, ne?
konnten ja bisher in der Produktion wenig machen, weil die Zeit einfach fehlte, ne? Und jetzt haben wir die halt, ne? Ups. Auch die Schneeketten. Ja, die einzelnen Geräte wollen wir auch noch nehmen, ne? Aber dafür haben wir ja die Traktoren hier, können wir wieder entsprechend in die Hallen fahren, ne? Die würden die Flüge rein, das ist auch nichts. So. Tag gut. Die werden wir entsprechend ja auch in den die Ballenpresse nehmen. Aber erstmal den nächsten Flug, ne? Das sind alles die Gerätschaften, die wir jetzt mal nicht machen konnten. Und jetzt haben wir schon mal hier ein bisschen aufgeräumt, ne? Die Schneidwerke werden wir auch noch machen. So dass ja alles schon sauber ist und reparieren, ne? Die Anhänger noch mal ein bisschen gucken, ob die auch repariert werden müssen oder mal gewaschen. Ist ja auch wieder so mistig. Der Tank ist auch leer. Gut, Zuschauer, das soll's auch für heute gewesen sein. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter mit Aufräumen, Anhänger und Co. Ne? Also hier dann die Halle, ne? Wissen Sie, sortieren, bisschen waschen, reparieren und dann wieder sauber reinstellen. Dann mal tschüss, ciao, ciao, bis, ja, bis morgen, wenn ihr wollt. Tschüss.